Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Had no need to fight tonight, tonight. Hier ist mein Smoothie drin und was auch nicht fehlen darf, sind 700 Milliliter Wasser. Das gebe ich mir jetzt erstmal. Dabei erledige ich was am Laptop. Und dann geht's auch langsam schon zum Training. So, Freunde, ich bin jetzt auch am Start. Wie man es vielleicht hört, meine Nase ist ein bisschen zu. Oh, oh. Das ist, weil ich vorgestern mit offenem Fenster geschlafen habe und es wird jetzt derzeit ein bisschen kälter. Und nach dem Training gehe ich aber nochmal drauf ein, wie das ist mit Erkältung, Krankheit, Training etc. Aber jetzt wird, glaube ich, erstmal trainiert. Erstmal die Beinchen. Erstmal die Beinchen. Bisschen, Jim. Und jetzt geht's. Bis jetzt. Los. Go. Unser momentaner Stack hat sich eigentlich nicht großartig geändert vom Training, nur dass wir jetzt hier halt die Koffein Tabletten bzw. Kapseln haben, aber das haben wir ja letztens schon gesagt und ihr könnt auch gerne auf Snapchat folgen, da seht ihr auch solches. Und wir haben hier noch Grüntee-Extrakt, ganz normalen Grüntee-Extrakt, davor hatten wir ja den Mega-Grüntee-Extrakt, den habe ich glaube ich noch in der Tasche. Das war Green Energy und da hat man einfach ein bisschen mehr Tein drin, ein bisschen mehr Koffein, war halt ganz nice in der Diätphase, aber jetzt hier im Aufbau nehmen wir halt die Grüntees, auf jeden Fall immer vorm Training und eine Koffeintablette. Das ist eine gute Kombination. Und das ist noch gleich geblieben. Arginin gibt es eigentlich nur am Push- oder Pull-Day. Dann Citrullin und Beta-Alanin mit Kreatin kommt jedes Training dazu. Zusammengemischt und dann wird Training ist durch, was passiert? Ich finde erstmal mein Handy nicht, gehe überall rum, Arthur ruft das schon drauf an. Also er mein Handy und ja, ruft drauf an. Also ich hatte keine Angst, dass ich es verliere, aber dann gucke ich und wo habe ich es hingelegt? Hier habe ich warm gemacht. So, Freunde, Training ist jetzt durch. Hast du gerade schon gesagt. Stimmt. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal auf die Sache eingehen mit der Krankheit und wie man trainieren sollte, ob man trainieren sollte und wann man nicht ins Gym gehen sollte. Wie man vielleicht hört an meiner Stimme, ist meine Nase zu. Die Schleimhäute sind einfach ein bisschen zu. Und man muss halt immer unterscheiden zwischen einer richtigen Erkältung, einfach nur, wenn die Nase zu ist. Bei einer richtigen Erkältung würde ich nicht ins Gym gehen, weil das kann sich zu einer richtigen Krankheit entwickeln. Man kann Fieber kriegen und dann liegt man erstmal für 2-3 Wochen flach. Genau. Das hatten wir schon oft genug, dass wir das so weit rausgezögert haben, dass wir dann nicht ins Gym gehen konnten.
und dann verschleppt ihr das Ganze nur und könnt dann 2-3 Wochen nicht richtig trainieren. Deswegen, wenn ihr wirklich erkältet seid und ihr euch nicht gut fühlt, einfach zu Hause bleiben, 2-3 Tage Rest machen, dafür danach wieder voll durchstarten. Und ganz genau. Bei mir ist jetzt halt momentan einfach nur die Nase zu, das habe ich seit gestern oder vorgestern, weil ich eine Nacht mit offenem Fenster geschlafen habe und dann wurde es doch zu kalt im Zimmer. Und da, ich fühle mich nicht irgendwie krank oder schlecht oder energielos, ich habe einfach nur, halt wie gesagt, nur meine Nase ist zu. Und da, bei sowas kann man ins Gym gehen, da sollte man sich keine Sorgen machen. Wie gesagt, immer aufpassen, erstmal musst du schon unterscheiden können. Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen aufs Training eingegangen. Beim ersten Leg, der ist ja eigentlich immer so, dass wir schwer trainieren, so wie jeder andere Trainingstag auch, einfach schwer. 6-8 Wiederholungen, dann habe ich den 10-12 Wiederholungen Tag vorgezogen und heute einfach den 6-8 Wiederholungen Tag gemacht. Ging ganz gut alles, ich bin zufrieden. Bei mir war das Training auch top. Ich habe heute versucht, einfach überall mein Gewicht zu halten. Wollte jetzt nirgendwo Progression machen, halt wegen der Nase, die zu ist. Hatte ich im Training weniger Kondition und heute hatte ich 11er Sätze, 10er, 11er, 12er Sätze. Und es war halt dementsprechend auch anstrengend, dann wollte ich nicht zu viel machen, habe einfach das, was ich letztes Mal gemacht habe, mit ein bisschen besserer Form gemacht, habe zwar ein bisschen mehr Pause gebraucht, aber jetzt das Training durch, war eine sehr gute Einheit und gleich geht's erstmal wieder nebenan essen und ich würde sagen, wir sehen uns dort wieder. Und wir sind da und als erste Runde gibt's erstmal Sushi. Nächste Runde. Und hier ist schon der nächste Teller, einmal Chicken, Shrimps, Reis, ein paar Frühlingsrollen und hier ein Tintenfischring. Nächste Portion, Shrimps, Reis, Kartoffeln, Gemüse und Champignons. Und weiter geht's, hier nochmal Shrimps, Reis, Pilze und Rind. Nächste Runde, wir haben hier Rind, Hähnchen, gebratene Nudeln, Kartoffeln und Champignons und noch ein bisschen Shrimps. Und weiter geht's, nochmal Shrimps, nochmal Reis und hier Chicken, Currysoße und ein bisschen Ente. Und der letzte deftige Teller. Wir haben hier nochmal Reis und Hähnchen süß-sauer. Und danach kommt der Nachtisch. Und jetzt gibt's erstmal Nachtisch. Ja. Softeis. Und nochmal zwei Softeis, einmal mit Karamellsoße und einmal mit Schokosoße für dich. Das gleiche. Wir sind jetzt wieder raus und perfekt. Oh. Sonne kommt jetzt gerade raus. Gerade war es noch richtig dunkel. Haben ein bisschen mit Greg über das Wetter geredet, ein bisschen rumphilosophiert. Auf jeden Fall sind wir reingegangen und es stand im Internet, dass die bis 15 Uhr offen haben. Das heißt, das Mittagsbuffet von 11.30 Uhr bis 15 Uhr stand das da. Und dann dachten wir, okay, eine Stunde Essen geht auf jeden Fall klar. Und dann wurde uns gesagt, um 14.30 Uhr bauen die langsam ab und um 15 Uhr muss man dann raus. Dann haben wir uns gedacht, lohnt sich das? Wir waren schon da und dann wollten wir trotzdem essen. Und hat auch alles gut geklappt. Wir haben eigentlich relativ schnell alles gegessen. Schnell und schön viel eigentlich. Ich hatte, glaube ich, 4 Teller oder 3. Musste noch mal in den Aufnahmen gucken. Ich denke, jetzt so grob gerechnet hatte ich jetzt gerade 1500 Kalorien maximal. Ja, ungefähr. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in Lichtenau. Oder gleich einfach im Real. Oder ich gehe jetzt nochmal angucken. Okay. Oder? Das ist der Trick, Leute, immer neben eurem Einkaufswagen gehen. Wenn es schräg ist, ist es viel einfacher als hinten die ganze Zeit rumzuzerren. Wieder in Lichtenau angekommen. Ich habe mir gerade die Seiten geschnitten
das erste Mal hier in Lichtenau. Ich habe nicht so einen guten Spiegel wie zu Hause. Zu Hause habe ich so einen Spiegel, den ich klappen kann und dann kann ich perfekt von allen Seiten gucken. Aber Saskia hat mir ausgeholfen mit den Seiten bzw. den Übergängen. Und gerade wollte ich das Thumbnail machen fürs Video, was heute online kommt und alles schon mal einstellen mit Überschrift, Beschreibung etc. Und auf einmal steht da einfach, das Video kann nicht abgespielt werden, sprich das Video war nicht hochgeladen. Und ich habe mir gedacht, jo, jetzt kannst du wieder nach Paderborn fahren, mindestens eine halbe Stunde Fahrt. Aber dann habe ich das Video reingezogen und zum Glück ist das schon bei 70%. Irgendwie hat das nicht vollständig hochgeladen. Und hier sieht das Ganze aus, wenn ein Video hochlädt. Ist jetzt schon bei 70% zum Glück. Ich werde jetzt hier die Beschreibung machen, dann werde ich mit Photoshop noch ein Thumbnail machen und dann kommt das Video auch sofort online. Jetzt ist es schon gerade 17.54 Uhr. Und wenn ich das Ganze fertig habe, dann sehen wir uns wieder. Da gucke ich mal bei Telekom, ob ich irgendwas anderes buchen kann. Besseres Paket, besseres Internet. Und dann kommt das raus. Es ist nur S verfügbar mit 16.000 und 2,4 Mbits Upload. Das haben wir in Paderborn. Das M-Paket mit 50 Mbits und 10 Mbits Upload. Leider kann man das hier nicht buchen. Aber was will man machen, vielleicht geht es irgendwann mal. So, ich habe das Ganze jetzt fertig. Lad das planmäßig auf 19 Uhr hoch. Und für Saskia und mich geht es jetzt erstmal in Edeka, denn wir wollen eben was einkaufen, Hackfleisch. Oder nach Aldi, ne? Im Edeka gibt es gar kein Leiter-Hackfleisch. Geht doch zu, noch der Aldi. Dann Netto. Mhm. Auf jeden Fall gehen wir jetzt kurz einkaufen, weil wir haben Bock auf Burger oder Pizza. Was denn jetzt? Mal mit sehen. Mal mit sehen, auf jeden Fall kommt die mit. Wir sind jetzt doch in Edeka gefahren, sprich wir machen uns gleich Pizza, Chicken Pizza und wir holen jetzt alle Sachen dafür. Wir brauchen Paprika, dann brauchen wir noch Hähnchen. Den Boden haben wir schon zu Hause, diesen Fertigboden. Und was braucht man noch? Außer Paprika und Ameis, aber Ameis haben wir auch schon, ne? Also brauchen wir nichts außer Hähnchen und Käse vielleicht? Käse, Freunde. Mozzarella ist das. Mozzarella ist das ein bisschen. Oder Mozzarella? Nein, kein Mozzarella, schmilzt nicht so gut, Leute. Deswegen ganz normalen Käse, aber zeigen wir euch gleich. Wir haben jetzt alles eingekauft, beziehungsweise haben jetzt alles geholt, was wir brauchen. Wir haben erstmal Hähnchen, dann ist da noch ein Schokomüsli von Köln. War reduziert, haben wir direkt mitgenommen. Und ein paar Früchte, weil wir uns gleich noch einen Fruchtsalat machen. Aber ich glaube, ich zeige euch gleich nochmal den Einkauf, damit ihr seht, was das genau ist. Und man sieht sich zu Hause. Und ich bin jetzt zu Hause angekommen und zeige euch erstmal, was ich geholt habe. Wir haben hier erstmal für die Pizza geriebenen Käse light. Dann haben wir hier noch Früchte. Wollen wir einen Fruchtsalat machen. Wir haben noch Äpfel und Bananen, die kommen gleich auch noch rein. Die ganzen Früchte kommen rein. Dann, wie schon gesagt, von Köln Schokomüsli, schmeckt so wie Oreo, diese Dinger, also mega lecker. Hat zwar etwas mehr Fett, 17 Gramm Fett, aber gar kein Thema. Dafür esse ich einfach nur 50 Gramm. Ich mische meinen Cornflakes ja eigentlich immer, deswegen mache ich dann davon ein bisschen rein und noch irgendwas rein. Und für die Pizza jetzt noch Hähnchen. Und wir haben das hier noch. Das meinte ich mit Fertigboden. Diese Pizza-Kombi, das wird einfach der Boden sein. Aber ihr wisst ja, wie wir die machen. Ich würde sagen, Moment. Komm her. Hier. So gefällt mir das nicht. Ich habe auch keinen Bock, jetzt eine zu machen, deswegen schon besser. Wir haben hier einfach den Pizzaboden. Dann haben wir da drauf direkt diese Tomatensauce, die dabei mitgeliefert ist, beziehungsweise in dem Paket von diesem Pizzaboden. Dann haben wir direkt Hähnchen drauf gelegt. Also ich habe da Hähnchen drauf gelegt, ganz dünn geschnitten, weil wenn da so dicke Stückchen drauf sind, schmeckt das nicht so gut, weil dann ist die Pizza einfach zu dick. Dann kam da Mais drüber, dann Paprika und Frühlingszwiebeln und ganz viel Käse nochmal zum Ende hin. Und wir hatten die jetzt ungefähr 15 Minuten im Ofen. Ich würde sagen, essen wir das Ganze und danach gibt es Nachtisch, aber den zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt die Pizza aufgegessen und als letzte und nächste Mahlzeit gibt es für mich hier erstmal so einen dicken Obstsalat. Wir haben hier Kiwi, Nektarine, Banane, Apfel und Birne. Das ist jetzt meine allerletzte Mahlzeit. Wir waren ja heute beim Buffet, dann habe ich jetzt gerade noch die Pizza gegessen. Ich bin jetzt ungefähr bei 70 Gramm Fett. Der Rest wird einfach jetzt nur noch Kohlenhydrate sein durch die Früchte. Hier sind auch gut ordentlich Ballaststoffe drin. Also für die Leute, die es nicht wissen, in Früchten sind auch jede Menge Ballaststoffe drin, vor allem in Äpfeln oder Birnen. Da hat man immer ungefähr auf 100 Gramm
Gramm, ja ungefähr 3,3 bis 4 Gramm Ballaststoffe. Warum gebe ich mir jetzt so eine dicke Bowl an Früchten? Ganz einfach, wie man es schon hört, ich bin etwas angeschlagen und sowas ist einfach mega, mega gut, weil man hat jede Menge Vitamine, man fühlt sich viel besser, nachdem man sowas gegessen hat. Nicht allein nur wegen den Vitaminen fühlt man sich besser, sondern einfach wirklich wegen dem Placebo-Effekt, weil man denkt, man hat was Gutes gemacht und ordentlich Früchte gegessen, wird das auch eine Auswirkung auf die Gemütslage haben. Und ja, das wird einfach meine letzte Mahlzeit sein. Morgen, denke ich, werde ich wieder frisch aufstehen. Morgen werde ich frisch in den Tag starten. Und ja, an dieser Stelle wollte ich das Video beenden, Freunde. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen, beziehungsweise wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns mega über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar, was ihr sehen wollt, ob ihr Fragen habt, einfach alles unten reinklatschen. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, Freunde, würden wir uns auch mega über ein Abo freuen. Einfach den Knopf unter dem Video drücken und habt ihr uns schon abonniert. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. They only lead back to you, back to you.